So von daher, das Ganze ist jetzt ein bisschen, ne? Bisschen more chill. Sodele. Moin! Mal gucken, ob hier irgendwo was rumpimmelt, außer unsere Schafherde. Still works. Genau, ich wollte ja auch noch gucken. Ich wollte ein bisschen. Nimmt man rote Beete und so, ne? Wobei, hatte ich hier nicht Möhren? Ich meine, ich habe hier Möhren reingedrückt. Meine ich. I don't fucking know. Wir warten jetzt einfach mal ab, bevor ich jetzt hier Sachen pflanze, die ich gar nicht brauche. Ich weiß auch gar nicht, was habe ich heute vor? Was habe ich heute vor? Ich glaube, ich möchte zum einen nochmal unten ein bisschen Obsidian holen. Mit den Obsidian im Nether nochmal ein anderes Portal bauen, damit wir mal ein bisschen was zu sehen bekommen in dieser Welt. Auf jeden Fall Organisation, also mal ein bisschen, ne, ein bisschen aufräumen. Ich glaube, dafür werde ich hier die Wand mal ein bisschen eindrücken und dann schlicht und ergreifend hier eine Wand mit Truhen machen und das Ganze hier mal mehr als Lagerraum nutzen. Nicht wie so ein Neandertaler. Da kann er nicht angehen. Benimm mich hier wie so ein fucking Hobgoblin und hab hier, ich habe immer noch Obsidian. Fancy. Nutze jetzt mal das. Ich mach mal ein paar Sachen weg hier. Da kann er nicht rangehen. Ich arbeite hier wie so ein fucking Neandertaler, you know. Geht so gar nicht. Stimmt, Steak. Weil wir das auch brauchen. Weil wir ja nicht so viel fucking Fleisch haben, dass wir, ne? Wir haben ja nur so viele Ofenkartoffeln. Ich glaube, du sollst mal schlachten. Das ist, ja, ich würde sagen das. Packen wir mal lieber weg. Hab ich noch Holz? Hab ich noch irgendwas draußen? Ach, guck mal, ich habe die Dinger noch. Wie praktisch. Noch andere davon? Nee. Ich hab auch noch Lava. Nehme ich mal mit. Schwank. Ja, ich werde auch immer noch sagen, also ein Nugget kommt auf jeden Fall mit nachher in das Haus, was ich da oben bauen will. Aber ich habe schon so eine Idee gehabt. Ich möchte nämlich da oben überwiegend mit Nether-Ziegeln bauen, glaube ich. Okay, dafür geht der schon mal nicht. Das ist nice. Ich dachte, ein Schmelzofen wäre halt genau für sowas. Except it's not. Ja, genau. Ich glaube, ich sollte echt mal dann zusehen, dass ich noch mal ein bisschen Klopsidian kriege. Ja, das ist so eine der ersten Sachen, die wir heute erledigen. Einmal dann halt mit Obsidian noch mal ein bisschen mehr im Nether ein zweites Portal bauen und dann quasi mal gucken, wo uns die Welt hinführt. Mal gucken, was das Leben uns bietet. Und in der Hoffnung, dass uns nicht schon wieder irgendwelche fucking Yakuza-Creeper in die Luft jagen. Wie das ja mittlerweile gang und gäbe ist. Denn die Ficker sind ja hier überall. Das ist fucking shit. Habe ich die Dings jetzt mitgenommen? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Nicht, dass ich da jetzt runtergehe und mich dann wundere, dass ich kein Obsidian abbauen kann. Wäre ein bisschen mad funky. Müsste ja auch mal wieder mein. Oh mein Gott, ja, ich muss definitiv mein Gear mal. Ne? Du wolltest dir ein Fuchs als Haustier zulegen. Nee. Ich habe ja auch gelernt, ich bräuchte den zweiten dafür. Ich fucking. Gut, und was wir auch mal machen müssen, wir müssen mal die anderen Etagen hier mal uns angucken. Wir haben ja bislang nur ganz unten uns mal angeguckt und nicht hier. Du bist mir echt ein Dorn im Auge. Habe ich einen Bogen dabei? Bogen und Crossbow. Du fucking. Na gut. Danke. Gut. Das ist der Preis für Sicherheit. Ich merke das schon. Zoink. Zoinkenberg. Hab ich noch? Hab ich noch. Weil an sich möchte ich nur. Möchte ich absolut nur. Obsidian und dann hier wieder abhauen.
Problem ist, dann gibt es solche Leute. Wie ihn hier. Wieso habe ich euch überhaupt... Warum habe ich euch eine Leiter gebaut? Meine nur, warum baue ich euch so weit? Warum mache ich es nicht einfach zu? So, Problem gelöst. Davon abgesehen, dass sie hier noch durch können. Das haben wir jetzt auch erledigt. Tja, was wollt ihr jetzt machen, ne? Die blöden Wichskinder. Ich hasse Skelette. Fast so sehr wie Creeper. Speaking of. Das war der Angeschlagene. Fucking. Diese scheiß Aimbot-Skelette, ne? Alter. So einen blöden Aimbot-Wichser. Geh mir richtig auf den Keks mit ihrer Scheiße. Jedes Mal. Und ich muss mal irgendwie zusehen, dass ich hier wieder die... Stimmt, die wurde das letzte Mal in die Luft gesprengt. Da war ja was. Like that? In etwa? Maybe? Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier überhaupt denn wieder hochkomme vernünftig. Aber ich denke mal... Jo, passt. This is okay. Hm? Was ist das denn für ein Zombie-Geräusch? Mini-Zombie? Nee. Das ist doch kein Mini-Zombie. Gott, diese fucking Predator-Geräusche hier. Every time. Was zur Hölle ist das? Klingt wie... Das klingt wie ein Ultra-Zombie. Das ist so ein Zombie, der digitiert ist. Villager-Zombie? Kann der denn hier runterkommen? Ich meine, es ist nicht so, dass es hier easy accessible ist oder so. Just saying. Komme ich da gerade irgendwie hin? Bin ich jetzt ja mal gerade neugierig, ne? Irgendwas ist hier. Das ist auf jeden Fall... Wow. Didn't see that. Hm. Was ist dieses Geräusch? Was ist es? Das klingt fucking... Was bist du denn? Ist das Nemesis? Egal, was du warst. Bist jetzt auf jeden Fall tot, also... Da ist dieser Kleine. Kleiner Schnitzelficker. Der sah aus wie fucking Solid Snake. Hier schon? Have I been here? Scheinbar, ich habe hier Licht gemacht. Ach, hier bin ich. Alter, das ist ja richtig close hier. Das ist ja ultra close. Fucking. Ist ja richtig ultra close hier. Ja, gut. Squee. Sorry, aber. Irritiert mich. Okay, aber das ist gut zu wissen. Wisst ihr, ich habe mich da, glaube ich, das letzte Mal brutalst verirrt. Und dann habe ich einfach nicht mehr rausgefunden. Ja, so, ja, okay, fuck it. Fuck it. Vielleicht nur Obsidian holen und schau mal, was wir jetzt schon wieder machen. Wir haben fucking Solid Snake den Zombie gefunden. Das war irgendwie ein Zombie wie jeder andere. Also absolut total unbedrohlich und absolut uninteressant. Aber es war ein Zombie, der anders klang. Fragt mich auch nicht, wie der hier runtergekommen ist. Das frage ich mich gerade viel eher. Wie ist der hier runtergekommen?
You know? Das ist so diese Frage, die ich mich viel eher frage. You will be a problem. Komm her. Talk to me. Talk to me, my friend. Hab ich ihn? He dead? He dead. Ich hätte vielleicht mal einen Eimer Wasser mitbringen sollen. Das wäre vielleicht praktisch gewesen. Ich glaube, da unten war nämlich nicht mehr so viel Obsidian, was ich so mir holen kann. Sicherheitshalber. Ich vertraue ja Obsidian nicht, ne? Ein Verlorener, der die Höhle verlaufen hat. Das makes sense. Oder das war so ein Bandit. Vielleicht kommen wir damit einfach mal dem Rätsel auf die Spur, wo ständig diese fucking Banditen herkommen. Fucking Experience. Ich meine, Andy meinte mal, die spawnen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die spawnen. Ich dachte mal, die haben ihren Set Place. Also halt diesen Ort, ne? Villager Zombies können überall spawnen. Ich dachte mal, das wären so Zombies wie du und ich. Fuck. Zombies wie du und ich vor allem. Makes sense. Banditen-Zombies. Ja, genau. Lasst ihr mir wohl meine fucking... Meine Verschwörungstheorien? Und warum ich mich ständig mit fucking Villagers rumschlagen muss? Ne, nicht mit Villagers, sondern mit fucking Banditen. So, ihr müsst mal mit dran denken, wenn wir das nächste Mal hier runtergehen für Obsidian, ne, müssen wir mal einen Eimer Wasser mitnehmen. Ja, Banditen-Zombies. Nee, dass die hier unten ihr Lager haben. Dass dieser Minenschacht nun ein fucking Disguise ist. Es ist wie die Diebesgilde in Rifton. Versteht ihr, was ich meine? Sag mal, du musst super in den Kanal laufen und dann wird deine Bude von zwei Pennern bewacht. Nur damit du, na, damit du da deine Bude hast. Just saying, also, ne? Ich bin immer hier der Wahnsinnige, ich weiß. Ich bin immer hier der Irre für solche Theorien. Banditen sind bestimmt Brock Lesnar, falls sie da mal bekehren wollten. Ja, das ist Brock Lesnar-Fans. Wo ich nicht glauben kann, dass es sowas angeblich geben soll. Wenn der Typ schafft es, dass ein Suplex das langweiligste der Welt ist. Ich meine, ich könnte jetzt wieder anfangen, über Wrestling zu ranten, aber ich glaube, dann schalten 5 Leute wieder von euch ab. Yep, that should do it. Do it. Random Redstone. Find's immer geil, wenn du auf Redstone draufhaust, dass das einfach dann anfängt zu leuchten. So, das nächste Mal müssen wir echt mit einem Bottich Wasser hier. Hey, Sota. So, irgendwann möchte ich auch mal halt die... Beziehungsweise... You know what? Wir sind gerade hier unten. Ich möchte das Ganze wenigstens mal ein bisschen ausleuchten. Damit wir nicht ständig Death from Above haben. Wisst ihr, was ich meine? Vor allem mit solchen Leuten hier. Lex mir am Mois. Wenn wir das hier nämlich mal... Der kommt doch hier gleich um die Ecke, der Penner. Hi! Dankeschön. Ich sehe es kommen. Ich gehe hier irgendwann noch... Yes! Wo kommst du her? Du Fuckbucket.
Heißt, ich habe nicht so viele Pfeile, aber das ist mir gerade wert. Einfach hier mal ein bisschen. Ne? Hier unten ist ja auch noch ein bisschen was. Zumindest Gold, aber wenn so Gold absoluter Blödsinn ist eigentlich. Und was brauchen wir hier gerade mal nicht? Hallo. Pilze sind es mir nicht wert. Ich hasse Pilze eigentlich. The fuck is wrong with me? Eigentlich wollte ich das hier nur gerade einmal ausgeleuchtet haben. Und vielleicht da drüben einmal. Ja, ich leuchte einmal kurz aus, ja? Just in case. Was hältst du von den Area 51-Memes? Ich finde, dass das ein Haufen Schwachköpfe sind. Aber mittlerweile wundert mich sowas immer weniger. Und mit jedem Mal, wo ich sowas höre, wundert es mich irgendwo weniger. Shit, das war meine letzte. Na egal. Ich meine, klar, es ist nur ein Meme, aber es wird immer Vollidioten geben, die das Ganze für voll nehmen. Und dann hast du den Salat und dann ist das Gejaule wieder groß. Weil irgendwer niedergeschossen wurde oder... Na, weil du eine fucking Militärsbasis betrittst, unbefugt, und dich wunderst, warum du auf einmal eine Kugel in der Schulter hast. Wenn du Glück hast und dich nur die Schulter trifft. Ein paar Wochen lang Schulterschmerzen, aber da hört es dann auch schon wieder auf. Also, ich weiß nicht. Für mich ist das auch nicht wirklich ein Meme. Weil, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch einfach da, weil ich es nicht lustig finde. Eher einfach nur dämlich. Weil warum solltest du? Und selbst wenn sie irgendwie Aliens haben sollten, was dann? Was willst du dann damit machen? Jetzt als Haustier halten und damit eine fucking Show aufmachen wie fucking American Dad? Über zig Seasons laufen und nie lustig sein? Ist das so dein Ziel, als wenn du bei sowas mitmachst? I don't fucking know. Ja, glaubst du, du kriegst auf einmal eine Show wie Alf? Ja, sowas in der Art. I don't get this. Ich verstehe dieses Meme einfach nicht. Speaking of Meme, da ist draußen schon wieder dieser behinderte scheiß Eiswagen. Diese Vendetta mit dem Kerl, by the way, gilt immer noch. Weißt du, Area 51 ist ein Scheißdreck gegen das, was ich mit dem hab. Ich hasse den. Ich hasse diesen behinderten Eiswagen. Weißt du, wir haben hier einen tatsächlichen Eiswagen, der so die Straßen abklappert und dann immer seine dumme Bimmel läutet. Weißt du, das ist das erste Mal, dass der Typ wahrscheinlich Autorität erfahren hat. Weil er sich denkt so, ich hab eine fucking Bimmel, ich bin wichtig. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Ja, feel the pain. And suck dick. Wo kommst du her? Ja, viel Spaß. Spawnst du da oben? American Dragon. American Dragon ist was anderes. Ach, da spawnst du. Da tust du spawn. Ja, mach doch, was du willst. Auf der Seite. Ja gut, das Problem ist, ihr kommt jetzt rüber. Ich habe euch quasi einen Weg gegeben. War jetzt nicht meine schlauste Entscheidung. Irgendwann, wenn ich hier am Scavengen bin, werden schlimme Dinge passieren. Ich weiß das jetzt schon. Aber gut, ich hab, was ich brauche. I got what I need. I want what I have. Von daher, passt. Mehr Eisen. Eisen kann man immer gebrauchen. Ja, ich mag den Eiswagen nicht. Das nur, weil er mich einmal ignoriert hat, wo ich ihn am meisten gebraucht habe. Ich habe ihn gebraucht, ja, und ich wurde hintergangen. Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn alles, was du willst, ein Eis ist? Oh wow, wir haben eine ganze Nacht da unten verbracht schon wieder.
Ja, ganz geil. Das heißt, ich muss jetzt wieder... Dankeschön. Ich muss jetzt wieder ganz besonders aufpassen, dass hier nichts und niemand... Ich sag, ich baue hier irgendwann einen Zaun komplett um mein Gebiet. Nur der Autoritätshalber. Ich sag es euch. Okay, hier oben ist safe. Keine Ahnung, wie das Ei da hinkommt, aber gut. Ich habe halt ständig irgendwie so das Gefühl, hier ist irgendwas Böses im Busch. By the way, ja, ich bin so einer. Ich ernte mein Gemüse mit meinem Fleisch. Don't fucking judge me. So, le. Ich muss nur noch mal gucken, was ich mit rote Beete überhaupt richtig anfangen kann. Ich habe nur gesehen, dass ich es hab. Aber ist auch schon wieder auf. Mutti, bin zu Hause. Ich liebe diese dumme Glocke. Super nice. So. Nein. Nuggets, ihr müsst mal... Ich muss mal echt ein Nugget auserkoren, was tatsächlich... Ich meine, klar wird es das Nugget sein, wo... wo in den Never gerannt ist. Und überlebt hat. Like a fucking boss. Wieder so brutal viel Kohle, ne? Ich meine, an sich sind wir echt gut bei. Stimmt, hier habe ich alles an Essen. Stimmt, ist meine kleine Essenstruhe. Schienen. Eigentlich können wir uns irgendwann nochmal so eine richtige Schienenbahn bauen. Wir haben noch einen Schmelzofen. Ich meine, die Werkbank, wo... Ach gut, da sitzt Majima drauf. Das kann ich jetzt auch nicht machen. Das ist so eine ungeschriebene Regel. If he sits, then it fits. Könnte ich? Warte mal. Mal was gucken. Mal was gucken, ob das was bringt. Bogen? Bogen? Gleich. Ah. Schön. Das habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, damit ich hier mal ein bisschen mehr Platz habe. So. Na, die Pfeile. Behalte ich mal. Ein Stein. Nehmen wir mal draußen eine Säge. Diese Säge, by the way. Diese Steinsäge finde ich echt sick. Macht das Ganze irgendwo... Ach, das ist Feuer. Echt, hier draus? Nee. Hier? Ah. Mag das Ding. Das Ding ist the shit. Diese Säge, ich mag sie. Ja, ja. Got something. Mal ein bisschen Textur hier reinbringen. Hat was. Machen wir hier jetzt auch nochmal. Natürlich ein bisschen uneben. Hey, Unity. Oh, ist das fucking ätzend heute vom Klima, ey. Ich sag es euch. Ich fühle mich gerade so richtig... Kacke. Nimmt man rote Beete. Oder rote Knete. Pack das Ding auch mal weg bei der Seite. So, so. So. Jetzt möchte ich eigentlich erstmal nur in Neta und dort einmal zusehen, dass wir da ein bisschen weiter kommen und gucken können. Halt, dass wir da... Is it raining? Fucking raining. Gut, ich denke mal, ich kann jetzt kurz in Neta ein bisschen durch die Gegend rennen und dann... Ohne Erdgeschoss, da ist es kühl. Oh. Shit. Ach. Mit euch ist es manchmal echt, ne? Ich passe eine Sekunde nicht auf, ne? For one second. Ich brauche das Obsidian.
Rote Beetekerne brauche ich da jetzt nicht für. Das brauche ich. Kann ich eigentlich meine Rüstung... Ja, ne? Ich meine, ich kann meine Rüstung mit Eisenbahn wieder reparieren, ne? War länger als eine Sekunde. Willklug, Scheiße. So. Karte brauche ich jetzt eigentlich... Pack sie mal beiseite. Kompass bringt mir eh nichts. So. Es wird Zeit, dass wir uns nach neuen Methoden umsehen. Das hier muss ich unbedingt nochmal ändern, weil das sieht echt kacke aus. Das ist echt... Wow. Hammer kostet immer mehr und mehr XP. Ja, stimmt auch wieder. Eigentlich sollte ich vielleicht dann nur mir einfach neue machen. How about that? So. The Realm of a Nugget. Nächster bitte! Kiba, danke für den Sub, mein Dude. So, ich suche jetzt irgendwie... Na gut, Glowstone wäre ja auch mal ganz geil, ne? Ach. Du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich hätte aber wirklich gerne, was da unten ist, ist das Problem. Das sind Magma-Blöcke, ne? Hätte die wirklich... Das ist so... Alter, das ist fucking tief. Und das ist nur Lava. Only death awaits me there. Guck jetzt mal einfach, was ich da abgreife. I'm scared. Mami. Okay. Okay, mehr traue ich mich gerade nicht. Aua. Aber 25? Der Boden ist Lava. Das Problem ist, das Spiel meint's literally. Oh, Grunzen. Okay, in die Richtung können wir uns hier mal frei bewegen. Relativ frei. Aber vielleicht finden wir ja hier irgendwo einen Weg runter. Nick, miss? Names to the game. Danke dir fürs Follow, mein Duden. Ich butcher Names for a living. Ich werde aber auch zusehen, dass ich hier ein bisschen mehr Dreck mitnehmen kann. Einfach weil ich Ziegel machen will. Ich finde die Ziegel geil, sorry, also. Oh. Mushroom. That's a mush. Ich hasse Pilze, aber okay, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Oh nee, ich höre schon diese dummen Mistviecher. Ich hasse die, habe ich das mal erzählt? Diese fliegenden Fürze. Die sind nochmal Ghasts, ne? Das Neverrack lässt sich unglaublich schnell abbauen. Super befriedigend irgendwie. So, aber ich denke mal, wenn wir... Hi! Ich denke mal, wenn wir uns hier einfach durchballern, dürften wir ganz gut an Distance kriegen. Nee. Ahaha! Johnny! Das Ganze hier hat einen Lavakern. Okay. We don't do that here. Okay,
Versuchen wir es woanders. Ich mag ja das Sounddesign in diesem Spiel, ne? Aber es ist im gleichen Moment auch unglaublich unsettling. I like some quartz. Weil eigentlich alles, was ich irgendwie für mein Haus haben will, kriege ich aus dem Nether. Ich kriege Quarz, ich kriege Netherrack. Hier ist jede Menge tot. Kriege ich also hier auch. Nee. Deswegen, ich greife jetzt einfach mal alles an. Also einfach alles abgreifen hier. Ich wusste nicht mal, dass der Nether fucking Musik hat. What the fuck? Was ist das? Pyroblob. Ah, geil, der Tod. Gut, Ach du Kacke! Mutti! Okay, versuchen wir es mal in die Richtung hier. Und hier ist das. Das war ein Magma-Schleim. Nice. Schleimer. Also, da, ich habe aus meiner jetzt gerade eben Aktion gelernt, ich halte hier immer ein bisschen Abstand. Immer ein bisschen Abstand halten zu dem, was du abbaust. Just in Kase. Oh. Surface. Oh, Death. Super Death. Nice. Wie weit war das nochmal, wenn man sich im Nether bewegt? Wie weit das denn im anderen, also in der realen Welt ist? Okay, wisst ihr was? Wir folgen dem Quarz. Der Quarz wird uns weisen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Der Quarz wird uns weisen. Oder umbringen. Eins von beiden. Was? Da war eine Shadow in Frankreich. Was? Yoshi. Okay. Ich glaube, der Quarz will, dass wir in die Richtung gehen. Ist aber doof, weil dann gehen wir ja im Kreis. Sorry, Quarz. Diesmal muss ich auf meinen Instinkt hören. Mein Instinkt sagt mir, geh weiter. Weil wenn ich weitergehe, höre ich Schwein. Und wo Schwein ist, ist Existenz. Sollte echt mehr aufpassen. Ein Block im Nether, 8 Blöcke in der Oberwelt, glaube ich. Okay. I don't trust this place. Daher möchte ich nur gute Distanz zurücklegen, dass wir denn einen schönen neuen Ort erkunden können einfach. Pass mal auf, weil am Ende sind wir mitten im Meer. In der Realverfilmung von Ariel, der Meerjungfrau, guten Tag sagen. Mensch, also Quarz sagt ja. Kriegst auch lächerlich viel Erfahrungspunkte damit. Im Never gilt die Abstandsregel der Oberwelt nicht. Ja, so in etwa. Ah, geil. Todeshelikopter ist unterwegs. Oh, ich hab Feuer. Oh. Oh. Aha.
Oui, oui. Baguette. Das Schlimme ist am Never halt einfach, es sieht hier alles gleich aus, ne? Hi. Hi, Mr. Minecraft Lover HD. Vielen Dank für die 5-Euro-Spende, mein Dude. Das kam jetzt unerwartet. Aber vielen Dank. Ich hasse diese Viecher. Habe ich Pfeile mitgenommen? Ja, 3 Stück. Oh Mann. Mich raten, die Biester halt ein bisschen mehr aus als das wahrscheinlich, ne? Ein bisschen länger her, dass ich mich mit diesen fliegenden Fürzen angelegt habe. Weiß noch, man kann ihre Feuerbälle irgendwie zurückschleudern mit dem Schwert. Weiterlesen. Distanz zwischen. Ach so. Okay. Understando. I understando. Den Weg finden wir wieder zurück. Was passiert eigentlich? Ich wollte gerade sagen, wäre ja zu interessant geworden, ne? Hier wollte ich nur ein neues Portal aufmachen und gucken, wo wir dann landen. Aber ich finde hier so viel Quarz. So viel Neverrack auch. Da kann ich mehrere Häuser draus bauen. Aber wenn man mal so sonst überlegt, solange du jetzt nicht irgendwie an so eine Festung gerätst, ist der Never eigentlich relativ sicher. Gut, von der konstanten Lava mal abgesehen und weil Feuer ist und dass du im Grunde von einer Armee von Schweinen überfahren wirst, solltest du einfach nur dumm in ihre Richtung husten. Ja, ist eigentlich relativ sicher hier. Relativ. Es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, die Dinger wären aggressiv. Permanent. Ja. Oh, wow. Ich meine, wie schlimm können die Schweine sein? Sie machen ständig... Oh, wow. Hm. Arsch sind wie. Achso. Ach, der Blitz hier. Mensch, dann haben wir ja schon... einiges an Dings jetzt zurückgelegt eigentlich. 8. Oh, das ist schon ein ganz schönes Stück. Aber ich finde halt hier mal gerade neues Zeug noch. Ich bin jetzt halt auch so ein bisschen... überall auch Glowstone. Glowstone mag ich. Oh boy. Oh boy. Die sind aber auch nicht irgendwie schubswütig oder so, ne? Weil ich habe immer Angst, mir den Viechern den Rücken zuzudrehen. So nach dem Motto, er guckt gerade nicht hin, lass mal den Kerl schubsen. So genau wie ich hier so da runter gucke zum Beispiel. Aber guck mal, das ist doch ein idealer Platz. Das ist doch ein idealer Platz für ein Portal. Das ist doch ideal hier. Look at this place. Zusammen mit der Synthie-Arsch-Musik. Oh, komm, dann looten wir jetzt noch den restlichen Quarz hier raus. Das Glowstone, was da hinten ist. Und dann gucken wir doch mal, wo uns die Welt hinführt. Ich muss nur echt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen so eine Sau hier eine mit der Keule überhaue aus Versehen. Weil sonst, uiuiui. Ich habe das einmal auf dem Server gemacht, wo wir hatten, damals. Wir hatten ja schon mal einen Survival-Server. Oh, da ist Magmaster. Die hätte ich wirklich gern. Die Dinger mag ich. Was sind diese Biester, ne? Das ist wie ich, wenn ich damals einen Asthma-Anfall hatte. Okay, fuck it. Ich gehe da gleich trotzdem runter. Ist mir scheißegal. Das ist ja nicht so... dangerous.
Ich könnte hier nur überall mit aller jeder Sekunde sterben. Speaking of. Wieso ist das da unten so unglaublich hell? Oh oh. Fireball! Okay, we got problems. But thanks for the help. Magst du gehen? Okay. Wow, ich dachte, ihr seid eine Bedrohung. Fucking zwei Pfeile? Seriously? Ich dachte, ihr Biester wart eine Bedrohung. Zwei? Wow. Bei dem Glowstone ist drüber Lava. Meinst du hier? Okay, ich baue ab mit äußerster Vorsicht. Okay, da ist... hier ist safe. Das lassen wir einfach mal. Ich traue mir... oh, warte, ja, ich glaube, du hast recht. Ja, du hast recht. It drips. It sibbelt. Es sabbert. Jesus. Jesus, titty sprinkling Christ. Ja, Ghasts sind einfach nur, weißt du, machen Arschtuber-Geräusche. So, einmal, zweimal. Und dann so. Dup, 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 dup. Spup. Smop, smop. Yoshi. There we go. Let's make some fire, motherfucker. There we go. Oder mal sehen. Ja, gutes Auge. Also, na gut, da hätte ich ja sowieso nicht drüber gebuddelt. Ich habe sowieso versucht, da nicht drüber zu stehen, just in case. Oh! Fancy. Super fancy. I like this. Wow. Oh, wow. Was sind wir hier? Eine Savanne? Pretty Desert. Wenn ich jemals Glas brauche, weiß ich, wo ich das herkriege, ne? Ich wollte eigentlich nur eine neue Welt sehen und auf einmal habe ich Sand in meiner Unterhose. Sieht echt nice hier aus. Oder wenn ich Zeug grün färben will, habe ich auch hier alles. Ich sollte mir nur vielleicht mal... Hasen. Wir Hasen beim Rasen im Grasen. Ist nur eine Wüste? Okay. Oh, interessant, so mit so einem kleinen Wald noch dran. Ist immer erstaunlich, was hier so in Minecraft erstellt, also hier generiert werden kann. Ich gehe jetzt mal nicht zu weit vom Portal weg. Ich möchte nur mal ein bisschen... nur mal schauen, wo wir hier sind. Wie weit ist das von meinem Haus entfernt? Das ist eine gute Frage. Muss ziemlich weit eigentlich sein, weil ich meine, mich jetzt nicht irgendwie an Dings erinnern zu können. An Sand. Wow. Ja gut, das erkundigen wir ein andermal.
Wenn ich auch noch eine Karte am besten mitgenommen habe. Ich meine, ich glaube... Eine Gasträne? Wow, ich habe das Ding zum Heulen gebracht. Oder einfach sein Auge ausgequetscht, eins von beiden. Au. Aber Kompass, es stimmt. Das Problem ist, mein Kompass sagt, in der Richtung ist mein Spawn. So in der Richtung. So nördlich. Ich bin also sehr viel nach Süden gegangen, scheinbar. Aber the fuck I know, wo ich jetzt an sich bin. Was, wenn mich hier mal... Hier ist auf jeden Fall noch eine Höhle. Gleich mal schon mal wenigstens ausleuchten. Geht ganz schön tief runter. Okay. Das ist auch nochmal ein Adventure für einen anderen Tag. Vor allem, es fängt hier mit dem Sandstein an. Das ist auch cool. Darf ich auch mal daran erinnern, dass Sandstein damals, als ich so Minecraft angefangen habe zu spielen, noch total selten war. Hast du eigentlich nur gesehen, wenn du irgendwelche super secret Truhen gefunden hast? Aber wobei, doch so ein bisschen kommt mir das, glaube ich, bekannt vor. Wobei, wir müssen durch eine ganze Wüste gegangen sein, wenn der Kompass in die Richtung zeigt. Weil ich meine, mich nur ganz... Ach, guck mal. Na du. Grüner Farbstoff. Wir sind literally umzingelt dazu. Mais, Weizenkörner, Seetang, Tropenfisch. Ja geil, du hast literally Zeug aus der Umgebung genommen und willst es mir für hohen Preis verkaufen. Meine Güte, was ein netter Kerl. The fuck? Hasenkeule. Oh, ist Kaninchen. Super. I feel sad now. Okay. Okay, then back to business. Da unten ist Zeug, wo ich haben will. Gut, wir haben jetzt gelernt, Ghasts sind jetzt nicht so dangerous, aber das will. I want that. Zum Fick. Sind das Schweine da hinten oder wirken sie unnormal groß? Es gibt hier noch keinen wirklichen Weg runter, ne? Wie war das? Ein Eimer Wasser kann ich nicht mitnehmen, ne? Shit. Konnte ich ein Eimer Wasser mit in Never nehmen? Beziehungsweise bringt der hier was? Ich weiß, was passiert, wenn du Lava mitnimmst, wenn du Dings mitnimmst. Hier ein Bett. Wasser geht im Never nicht. Da muss ich mal was anderes einfallen, wie ich da runterkomme. Da brauche ich eine andere Idee dann. Oh, wie? How do I get down there? So, safe. Ja, genau, wenn du im Never ein Bett aufstellst und da drin pennst, dann explodiert das Bett. Total retarded eigentlich. Wenn man sich das mal so überlegt. Komm ich da irgendwie eine Distanz, dass ich da runter kann, ohne drauf zu gehen? Haha! Hoho! Mutti! Ein einziger Lava-Block. Ah, sieht ein bisschen aus, als könnte ich da runter. Bin nicht so. Ja. Liegende Fürze.
Abstandsregel beachten. Ich will die Magma-Blöcke. Das Witzige ist, ich weiß nicht mal, warum ich die haben will. Ich finde die einfach nur cool, ja. Fucking fight me. Okay, das Ende. Da geht's ein bisschen runter noch. Okay. Das ist Ende. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss ja hier irgendwie runterkommen. Will ich hier runter? Aus der Distanz sollte ich das eigentlich doch überleben, oder? Meine? Should hurt. Sollte wehtun. Ich denke, das sollte ich überleben. Was meint ihr, überlebe ich das? Ja, ne? Come here, dudes! Jetzt kann ich 11 Leute noch zusätzlich befragen. Was meint ihr, überlebe ich das, wenn ich da runterfall? Can I survive? Ich bin drauf und dran, es einfach auszuprobieren. Je länger ich hier warte, desto eher passiert irgendein Bullshit und ich sterbe. Ja? Sarif sagt ja. Müsste. Hat noch jemand ja? Bin noch ein bisschen vielleicht weiter unten? Okay. Okay. If you guys say so. Ui! Oh! Oh! My nuts! Okay. Gut, jetzt müssen wir uns das hier nur irgendwie merken. Mensch, Mensch, Mensch. Am Boden der Hölle. Finally. Muss ich die Dinger nur noch irgendwie kriegen. Ich meine, die Dinger machen nur kurz Schaden, ne? Oder wir machen so. Geht natürlich auch. Ich finde die vom Aussehen her einfach so super cool. Yes. Alle. Gib mir alle. I want everything. Ich bin voll. Oh mein Gott. Ganzen 64er Stack schon. Yes. Oh, baby, yes. Ist hier, ich baue mir aus sowas Häuser. I don't even care. Deine Schuld geht noch. Ja, du sollst doch Diamanten krieg ich neu. Fuck that. Ich gehe jetzt nicht extra zurück und hole mir eine neue. Oder habe ich Stahl bei mir? Nö. Hätte das mit dem hier? Nope. Fuck it. Worth it. Es ist mir wert. Diamanten sind wie mein Beziehungsstatus. Manchmal kommen sie wieder. Dann verschwinden sie für sehr lange Zeit und dann kommen sie auf einmal wieder. Was brauchen wir so gar nicht?
Wieso haben wir einen Eimer dabei? Wo habe ich diesen Eimer her? Mein Helm ist kaputt. Wo habe ich die beiden Eimer her? What the fuck? Ja, du, das, was du hier tust, ist total wahnsinnig. Ich weiß. Aber check this out. Es hört nicht auf. I'm getting all the bitches with that. Bin schon wieder voll. Das können wir noch mal beiseite legen. Also allein hierfür hat sich das gelohnt. Meine Fresse! Gut, hier liegt noch alles rum. Das ist aber der letzte Stack, promise. Gut, okay. Das war's dann. Ab nach Hause. Wo war das jetzt? Hier irgendwo. Da, bei der Kerze. Und hier gibt's noch mehr davon. There's even more. Ich mag diesen Ort hier. Muss ich nur gucken, wo der Ort war, wo ich hoch muss. Ich denke mal... hier. Ja. I guess. War das das hier? Yep. Yep, sowas bauen nur, solche Konstrukte bauen nur ich. Okay, let's go home. Jetzt ist die Frage, wo ist home? Nicht hier, was? Oh, fuck. Okay, da ist das Portal, genau. Hau doch die Pilze weg. Ja, doch, eigentlich müsste ich die Pilze weghauen, aber... meine Güte, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 4, 4 64er Blöcke. So, yeah. Mehr als genug worth it. Ich bin auch gerade am überlegen, ob wir nicht einfach an der Overworld nach Hause... nee. Wenn da Nacht ist, rennt da irgendwo mehr Kruppzeug rum, wo ich nicht mit dealen will. Stehst du in den Gefallen? Schon immer mindestens... so, okay, let's go home. Das ist das Gute, das Portal ist ja direkt bei uns zu Hause. So. Können die Dinger eigentlich Feuer entfachen? Die Blöcke? Also hier die Magma-Blöcke? Nee, ne? Nee, falsch. Wo ist mein Rückweg? Ach, da. Stimmt, dann haben wir das hier. Meine ich. Ja. Gut, dass ich... ja, okay. Ich wollte gerade sagen, mein Orientierungssinn kickt wieder rein und kickt mir ins Gesicht. Ja. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal auch nur den Fackeln folgen. Macht das Ganze auch nochmal ein bisschen simpler. Irgendwann können wir ja mal so ein All-Out-War gegen Schweine anfangen. Ah. Nuggets, I'm home. Eure Bude muss ich ja auch mal ein bisschen verschönern. Ihr lebt ja hier nicht unbedingt im Saus. So, komm. Geh dann mal. Genau. Ein Nugget rennt. Wenn ein Nugget hier durch die Gegend rennt, genügt mir schon. Ach, Sonnenuntergang.
Sollten wir vielleicht gleich mal nutzen, tatsächlich. Das sind doch Möhren hier, oder? Egal was es ist, es wächst echt langsam. Und da hinten ist schon wieder so ein Sackgesicht. Muss mal gucken. Ich habe schon überlegt, hier einfach so... Ich sehe dich! Ja, dreh dich bloß um. Dummer Wichser. Was hält ihr einfach mit Terraria? Habe ich nie gespielt. Great. Weißt du, du bist mir gerade... Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Plörbräu kommt runter. Hallo! Du Creepen-Wichser. Gut, den Hügel habe ich sowieso nicht gemocht. Joke's on you. Was mache ich da? This is a joke, right? Komm mal mit. Komm mal mit, ja. Fucking Yakuzo-Creeper. Den habe ich diesmal noch gesehen vorher. Bevor er irgendeinen Schaden anrichten konnte. Ich brauche echt, glaube ich, so einen Ocelot, ne? Ocelot war das doch, glaube ich, wo Creeper fernhalten. Ergo, wenn ich so ein Vieh hier parken würde. Oh Gott, ich muss mir also echt mal so eine Katze zulegen. Noch eine Katze. Also keine Katzenkatze, sondern eine Otzelkatze. So, I need that. Wir müssen echt mal gucken. Sind das dieselben Katzenarten? Nee, oder? Meint nicht. Meinte, das wird nicht unterschieden. Echt? Ich dachte mal, es sind dieselben. Okay. Und ihr, euch geht's auch gut, ne? Ich müsste nur mal irgendwann Dings grinden. Hier. Sag jetzt schnell. Bin ich eigentlich bescheuert? Nugget. 4, 6. Nugget. Fuck. Idiot, hab die Tür. Oh nein. Oh no. Oh Gott, Nugget, was machst du da? Hold on a second. This chicken, ne? Körner. This one chicken. Alter Nugget, ich weiß. Ich verstehe dich ja. Du kannst es kaum erwarten, hier alles zu managen. Ich seh's dir an. Alles, was das Licht berührt, kannst du managen. Ich weiß. Vertraut mir. Die Zeit kommt noch. Komm mit, Nugget. Nugget? Kommst du? Ja, Nugget guckt sich schon mal an, was er später alles managen kann.
Du machst Sachen, Nugget. Du machst Sachen. Ich muss echt mehr aufpassen hier bei dir. Ich glaube, ich weiß auch genau, wie ich das mache. Ich hab eine Idee. Habe ich Holz gerade? Nein, gerade nicht. Dummheitsalarm. Ich brauch Holz. Hab ich noch Holz mehr, außer das hier? Ich hab noch... Das ist simpel, ne? Das ist... Wisst ihr, ich gehe hier echt... full on. Nur für diese Hühner. Oh Mann. Oh Gott. Wie würde das aussehen? So wird's auf jeden Fall scheiße aussehen. Das hätte sogar was. I kinda like that. Ugh. Gottes Willen, Nugget. Du machst Dinge. Warum kommst du mir nur so vor, dass meine Beleuchtung jetzt auf einmal wieder so ein bisschen scheiße? Na gut, so ein bisschen Autobeleuchtung wird es immer sein, gerade wenn das jetzt so komisches Wetter draußen ist. Nugget, du machst Dinge, ey. Ja, haben wir doch nicht so einen Schrecken ein. Das könnte arg in die Hose gehen. So, genau. Super. Danke dir fürs Followen, mein Dude. So, als nächstes müssen wir hier echt mal aufräumen. Kann ich das? Nee. Kann ich das? Nee, Quarz war doch einfach nur... Genau. Und langsam richtig... Boah, es wird angenehm draußen. Ich merke das gerade. Ein Quarz zu viel, seriously. So, daraus machen wir nachher noch mehr. Also ich glaube, wir haben beschlossen jetzt mittlerweile, wer True Nugget ist. True Nugget confirmed. Der Schmelzofen ist an sich echt beschissen, ne? Diese perfekte Aussprache des Namens. Ja, das, hey. Sorry. I butcher names for a living. So, war das ein ganzer oder war das... Ne, nur vier. Nice, da kriegen wir ja richtig saftig viel. Meine Maus ist tot. Kriegen wir ja richtig viel Glowstone rum. Eine Menge Glowstone. Spektralpfeil? Was ist ein Spektralpfeil? Einmal im Stream ist es noch... einmal im Stream ist noch gütig. Ach, Redstone-Lampen. Ach, die Dinger, ja, ich erinnere mich. Goldspitzhacke. Ja, yeah, mit Sicherheit. Ich hab mal eine Idee, warte mal. Hier. Leder, wirklich? Nee, Leder ist mir zu selten. Ich habe noch ein Leder über, also von daher. Mach ich das mal. So,
Das Ei, das Nugget. Du bist nicht True Nugget, ja? Lass das. No. This is just not fair. This is... Nugget, das ist für das Wohl des Geschäfts, ja? Das ist für das Wohl des Geschäfts. Es tut mir echt leid, aber das ist ne, zum Wohl der Firma. Ich weiß, du wirst es verstehen. Oh Mann. Federn, wir müssen eigentlich echt mal zusehen, dass wir hier Dings farmen. So. Nugget Safety. Es ist immer unglaublich, dass ich so viele Sicherheitsvorkehrungen in diesem Haus treffen muss. Nur weil ich mit ein paar Hühnern lebe. Just saying. Na und ihr? Ihr habt sowieso gleich die Zeit eures Lebens, dafür sorge ich. Checken, ob hier irgendwo Gefahren lauern. Weiß ja nie. Ich meine, ich habe da Möhren angepflanzt, aber dauert das wirklich so lange? Dauert das so lange, bis da was rumkommt? Du kannst deine Karte aufhängen. Ja, aber warum sollte ich? Meine nur. Weil ich brauche sie, ich brauche meine Karte eher, damit ich wieder nach Hause finde. Damit jemand mit einem, ja, Orientierungssinn wie einer Kartoffel, also jemand wie ich, denn wieder nach Hause findet. Das ist für mich viel eher der Sinn. By the way, mache ich irgendwas mit meinem Farming falsch oder dauert das mittlerweile wirklich so lange? Bis hier mal, bis die Sachen neu aus dem Boden kommen und fertig sind. Was kam mir so vor, als hätte es damals nicht so lange gedauert immer. Gut, vielleicht ist dieses Positioning hier einfach auch scheiße, I don't know. Höchstwahrscheinlich sogar. Ich könnte es auch verdoppeln. Wie kommt dieses Ei hierher? So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leder. Ergo ihr. Fangt an zu bouldern. Ehrlich gesagt auch scheißegal, wie ihr es macht. Hauptsache, es sind auf einmal bald mehr von euch da. Dankeschön. Was ist ein Kompass? Ja. Das hilft bei mir auch nicht viel. Keine Massentierhaltung, wenn das Spiel nicht anfängt, bei ihrer Existenz zu laggen. So einfach ist das. Schafe tun mir so leid. Du hättest dann nicht sehen dürfen, was wir mit den Hühnern gemacht haben. Das waren auch mal so viele. So, yeah. Oh doch, da... Da wächst langsam was, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. So, ich glaube, wir können aber bald mal... Bald mal anfangen, da oben das Haus anfangen zu... Manchmal, wie? Nugget, hast du schon wieder manchmal geärgert? Das will ich nicht sehen. Nicht cool. So... Boah, was ist das für ein Wetter gerade? Ich fühle mich richtig K.O. Und meine... Wow, meine Bildqualität ist richtig scheiße. Als hätte sich meine Kamera auf einmal gesagt, so, yeah. How about that? Gut, das ist, Keine Ahnung.
Ich meine, ich habe das jetzt eingestellt und zu Anfang war es ja auch okay. Wieso ist denn das jetzt auf einmal so nicht okay? Verstehe meine Kamera gerade nicht. Hat gerade angefangen zu regnen, ja, bei uns soll es auch. Wird das hier. Ja, das hier wird dann eher so eine Lagerkammer. Also ich mache hier dann eher so eine Lagerkammer draus. So, die Ziegel. Da bräuchten wir noch einen Ofen. Mehr Bruchstein bestimmt. Jo. Joink. Uns ist jetzt. Also hier ist jetzt gerade richtig Tropenhaus. Hold on a second. Ich habe doch noch einen Schmelzofen. Nugget, magst du da mal? Ich muss hier arbeiten. Dankeschön. Dann machen wir das so. Den Räucherofen packen wir dahin. Dann, genau. Fine. Stay there. Ist okay. So. Das wird doch langsam alles hier. Es geht doch langsam alles so seinen Weg. Und ich kann noch mehr Papier erstellen, sehe ich gerade. Es liegt ja Papier. Es ist vielmehr die Tatsache, dass wir fucking Dings brauchen. Federn haben wir auch. Wir können also mega Pfeile herstellen, sofern wir nicht so faul wären. There we go. So, wie war das jetzt mit denen? Genau. Neverziegel herstellen ist echt fucking umständlich. Was können wir denn daraus machen? Ach so, Slabs, Treppen oder Zaun. Ich sollte vielleicht nochmal die Säge reinholen. Hier wäre auch noch ein Ofen gewesen. Und ich muss Holz holen. Ich habe kaum noch Holz. Ich habe mein ganzes Holz gelassen. So, warte, ich hole mal Holz. Hier mal Holz hacken. Noch 10 Diamanten über. Auch cool. Fuck. Ergo, ich mache mir dann einfach eine neue. Ich hol jetzt mal den Wald weiter in die Richtung ab, einfach damit ich bessere Sicht habe, falls mich irgendwas schon wieder umbringen will. Ja, komischerweise, Creeper wollen ja immer dann in der Nähe sein, wenn ich irgendwie bei meiner Farm hier bin. Moo, moo. Ist die Truhe so? Ich meine, du hast eine ganze. Ja, ich liebe es, wenn Leute sowas stört. Die Truhe habe ich da so stehen seit Part 1. Jetzt habe ich nicht mehr genug Holz, um mir eine Truhe zu machen. So, yeah. Willst du die ganze Zeit organisieren, aber, ne? Wie es halt so ist? You get sidetracked. You get sidetracked. Aber ich liebe es, dass Leute sowas stört. Aber mich stört das eigentlich so gar nicht. So. Das ist doch schon mal gut. Fässer? Wie mache ich Fässer?
Kann ich die schon machen? Ich muss mal meine... Ups. Kühlbäume ein bisschen runterstellen. Nein, nicht runterstellen, aber in eine andere Richtung. So. Perfekt. Nugget, please. Oh ne, warte, das stört sogar mich, warte. Nugget, vorsichtig, wenn ich hier baue. So. Damit sollten wir das Ganze jetzt schon ein bisschen besser handhaben können. Hier ist halt meine Futtertruhe. Ich denke mal, da brauchen wir nicht mehr als das. Oh, Fässer? Fass. Brauche ich fucking Slabs für. Ich kann so eine Tonne hier hinstellen. Geil. Das will ich sogar, warte mal. Sogar tatsächlich. Sick. Nimmt man rote Beete oder rote Knete oder Brot. Mega Kot. Kohletruhe. Ach, die kann ich dann nicht aufmachen. Hätte ich die auch nicht? Ah, okay. Nugget, vorsichtig. Nugget so, I wanna die! Aber ich so, nein, ich... Nugget, nein, das möchte ich nicht. Könnt ihr auch eine Tonne hinmachen, ne? Hey, Andy! Mann, so eine Kiste ist ja schon sick, ne? Vor allem, die geht auf und zu sogar. Mal gucken, wie das aussehen würde mit einem Fass. Also entweder kriegt ein Nugget hier, wow! Ich kann die Tonne so... Okay, das gefällt mir, das machen wir so. Tonne kann da so rein. I like that. So eine leichte Werkstatt hier. Mit Nugget. So. Wie ordnen wir das Ganze jetzt am besten? Das ist die Frage an der Sache. Holz, Stein, Never. Ich glaube, ich mache eine Sache wirklich für Never-Zeug. Denn eine so für Untergrundzeug halt Lapis, Redstone, Diamonds, Emeralds, sowas halt. Also halt so Sachen, die du irgendwo findest. Dann eine für Monster Drops. Wirf einfach alles rein. Ey, komm, ihr sabbelt mir ein Ohr ab, dass ich hier Ordnung machen soll. Jetzt will ich Ordnung machen und auch falsch. So geht das nun nicht. So können wir jetzt nur auch nicht machen. Oh, mach mal. Das Gute ist, wir haben ja noch mehr als genug Orte, wo wir halt so erkunden können. Und ich möchte, to be honest, erstmal die eine Ecke, die wir haben, also halt unsere Höhle, erstmal vernünftig erkunden. Sodass wir da einmal alles von der Liste haben. Und dann schauen wir weiter. So, die holen wir mit. Da war ein Stack Eier aus irgendeinem Grund.
Glowstone kommt hier rein, die Gasträne kommt hier rein. Das ist die Nether-Truhe. Mach doch eine Erzentruhe, ja? Das ist eine Idee. Und dann die hier, glaube ich. Dann machen wir das so. Können wir das ja auch so. Viel kriegen wir da eh nicht von insgesamt. Also alles so, was wir aus der Wand kloppen. Nimmt man rote Beete. Oder rote Knete. Dieser dumme YouTube-Poop, ne? Der geht mir einfach nicht aus dem Kopf. So, so haben wir das alles super im Blick. Müssen wir, wir schienen es ja auch noch Platz, komm. Stump. Genau, dann machen wir hier die Truhe, ist jetzt so für Drops aller Art. Sprich halt so Knochen, Pilze von mir aus. Ne, Pilz ist Food. So. Oder ein Ei. Ei ist auch Food. Kartoffel ist Food. Körner sind Food. Das nehmen wir schon mal alles mit raus. Und so. Hier machen wir alles an sonstigen Blöcken rein. Sprich, sowas. Und genau, hier wollten wir jetzt Drops reinmachen. Sprich, Monster Drops, Tier Drops. Ne, warte, das waren... Das war Never. Das waren Blöcke. Das Blöcke, Obsidian kommt hier mit hin. Es hat ein System, was ich hier mache. Du machst meinen inneren Perfektionisten happy. Na, ist ja gut. Mein Vivi mache ich bestimmt auch so gerade ein bisschen damit happy, dass ich ein bisschen aufräume bei mir. So, den Fisch. Den packen wir auch mal hier zu. Den Sattel lassen wir, glaube ich, auch mal hier, weil ich sonst keine Ahnung habe, wohin mit dem. Knochen. Das ist Potato. Ich meine, ich muss sowieso noch welche machen. Mach doch ein Schild. Nee, das wäre zu simpel. Das wäre zu simpel. Flint kann man auch hier reinpacken. Holz gehört dann hier mit. Nee, hier mit rein. Alles an Holz und Sticks und hat du nicht gesehen. Quarzblock gehört hier mit rein. Leitern. Die lasse ich jetzt erstmal noch so ein bisschen. Und mal später gucken. Und wenn ich ehrlich bin, will ich jetzt viel lieber erstmal wieder auf Entdeckungstour. Oh, Alter, ist das gerade Tropenwetter hier. Das ist ja fuckig. Fuckig. Es sieht auch nach Regen aus draußen, aber irgendwo auch nicht. Das ist richtig scheiße. Ihr Fackeln sollte vielleicht noch ein paar machen. Da ist kein Dings mehr. Ich mag die Fässer, ne? Das Problem haben wir wieder gelöst. Die Leitern packen wir hier mal mit hin. Diamantspitzhacke, nehmen wir eine mit. Ne, ich glaube, wir nehmen eine Eisenspitzhacke mit. Da wir machen uns einfach zwei Eisenspitzhacken und dann ist gut. Sturmwarnung? Oh ja, Sturmwarnung wäre geil. Oder Sturm generell. Generell kühleres Wetter. Ich merke einfach, wie es schon wieder an meinem Kreislauf dreht. So, die nehmen wir jetzt einfach nochmal mit. Benutzen sie aber mal nicht fertig. Dann neuer Helm muss her. Der Helm ist okay, mein Schild ist noch
Weit okay. So. Kann man uns mal komplett neue Rüstung gerade. Weil wir haben es gerade über. Da bin ich Chef, sagst du. Ah, ey, ist ne, hä. Ups. Und die behalten wir mal, stecke ich mal hier rein zur Repair-Gründe. Ich denke mal, sonst sind wir soweit okay. Status? Ist Tag. Macht nichts, dann gehen wir halt bei Nacht raus. Ist, also halt gehen wir generell dann raus. Ist ja da unten. Ey, scheißegal. Flint kann ich hier lassen. Werkzeug. Ah, fuck it. Teilt sich hier. Als ob ich jemals so viel Zeug finden werde. So, Futter habe ich dabei. Die Eimer nehme ich auch mal mit. Beschrifte es noch irgendwann. Dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Die brauche ich zum Beispiel auch gerade nicht. Oh. I'm hungry. Willst du doch deine alte Rüstung einschmelzen? Man kann Sachen einschmelzen? Das geht? Ja, mein Schild. Genau. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir doch nochmal einen neuen Schild haben. Ups. Ich höre es draußen echt Stürme und alles. Und by the way, warum sollte man sich Lederzeug holen? Es scheint mir irgendwie absolut useless. Schild, 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 Schild. Hier. Schild ist overpowered. So. So. Achso, ein Schild zum Beschriften. Das wäre ja obvious. Holy ho, wir gehen auf die Jagd. Wir sind da gleich sowieso wieder so lange unten, dass es denn hier wieder Tag und Nacht hin und her bounced. Also von daher ist das scheißegal. Au. Boah. Ja, aber ich merke das schon wieder. Sobald das Wetter so wie jetzt heute rauf und runter bounced, merke ich das richtig, wie das in meinen Kreislauf knallt. Ich fühle mich richtig scheiße. Wofür ist die Glocke überhaupt gut? In Dörfern kannst du damit die gesamten Dorfbewohner zu der Glocke lotsen. Das ist an sich ganz funny. Guck mal, es ist schon gleich viel friedlicher hier. Wenn man mal ein bisschen sagt, so hier, the fuck you. Hm? Ich hoffe, es war nicht nur ein Mod. Andy, bei dir ist alles ein Mod. Du bist ein Mod. And Spoiler, you truly are. Du bist ein Mod. Ein Moderator. Ich will eigentlich das Wasser da haben. Ich weiß absolut blödsinnig eigentlich, aber... Jetzt kommt die Luft. Hier kommt die Luft. Wo ist denn die Kuh davon? Oh, jetzt kommt die Luft hier. Oh, sehr schön. Wird langsam angenehmer. The fuck? Scheiß Wasser. Ach, da. So.
So. Ja, war geil. Hier geht der Schacht noch weiter. Ganz toll. Ist ja schön, dass man die Dinger überhaupt nicht viel zu groß gemacht hat. Oh, jetzt kommt Wind. Oh, nice. Oh, jetzt fühlt es sich richtig gut an hier drin. So darf das gerne bleiben. Ich habe es richtig gehasst heute, diese paar Stunden mit dem warmen Wetter. Ich liebe es, so wie das jetzt ist. So schön windig und, oh, und kühl und angenehm einfach nur. I fucking love this. Ja, richtig windy draußen, aber ich liebe es. Was auf der Ebene hier einfach zu suchen, ist eigentlich absolut Blödsinn, weil ich nichts wirklich an sich Relevantes finden werde. Ich weiß, aber trotzdem. Allein so für Eisen und alles ist das. Scheiße, Ledermäuse. Warum haben die hier solche Schienen gebaut? Oh, wow. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los draußen. Ihr könnt sogar, glaube ich, ein bisschen im Hintergrund bei mir sehen gerade. Wie windig das ist. Ich mag meine neue Kameraeinstellung an sich. Ihr könnt jetzt sogar tatsächlich dann so ein bisschen sehen, was draußen los ist bei mir. Oh, da hinten sieht interessant aus. Oh boy. Ich habe mein Schild doch oben gehabt. Hallo. Ihr seid manchmal echt merkwürdig. Hä? Hat er sich gerade selber angeschossen? Hä? War ich hier schon mal? Scheinbar. Ach, this place. Oh, dann sind wir ja doch an einem ziemlich geilen Ort hier. Dann ist das ja alles miteinander verbunden. Oh, wir sind wie Brüder, nur noch enger verbunden. Ich weiß, wo ich bin. Der gesamte Minenschacht. Ein einziges großer Fuck-up. Ah, das kriegen wir doch. Glob. Mann, wir sind hier so tief, ne? Gold. Wäre Gold nicht so absolut useless? Ich wünsche mal echt, man könnte irgendwie mehr was Vernünftiges aus Gold machen. Halt richtig mal was Vernünftiges. Aber... Oh. Alter. Ich glaube, hier spawnt die ganze Zeit irgendwas zwischen dem Bedrock. Und es stirbt dann einfach. Ich meine, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht hier auf einmal mich in die Zone buddel. Und dann einfach im Nichts verschwinde. Ja, ich glaube, da unten spawnen schlicht und ergreifend Spinnen. In die Richtung. Und die sterben dann einfach. Habe ich eine Schaufel? Ich habe eine Schaufel.
Aha. Da habe ich doch was. Da gibt's doch was von Ratiofarm. Okay. Jetzt wird's pustig hier und ich mag's. Ja, ihr könnt das echt im Hintergrund sehen, ne? Wow. Holy balls, das ist aber eine Menge Wind draußen. Könnte in Höhlen spinnen. Ja, noch einer, meinst du? Ich meine, wir hatten hier schon einen in dieser. Hola die Waldfee, jetzt. Here comes the rainbow. Oder der Sturm, um genau zu sein, aber ich find's geil. By the way, ich hab noch nie. Also noch gar nie. Noch niemals nie. Emeralds in ihrer. Ja, in ihrem natürlichen Habitat gefunden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hab sie immer nur. So. Ja, wie sagt man das? Immer nur so in Truhen gefunden, in Dörfern. Meiner Sicht ist das hier echt ein gutes Level gerade. Keine Ahnung, kann auch sein, dass er echt noch ein Höhlenspinn-Spawner ist, aber hoff das jetzt mal einfach nicht. Pack mal das weg, just in case. Lava, geh weg. Well. Da haben wir unsere Antwort. Problem ist dieser Lavafluss. Hier kann ich sicher hin. Nein, 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 nein. Fangen. Gut, es hat ein bisschen was von den Spinnennetzen weggebraten. Kommt mir ehrlich gesagt ganz recht. Macht mich, by the way, nur geringfügig, Kirre, das hier, ne? Diamonds. Bitches. Killer. Da oben ist ein fucking Creeper, der in die Lava läuft. Oh mein Gott. Bitches Killer! Oh mein Gott, wir sind in der Zone! Jackpot, Baby! Jackpot, Jackpot! Okay. Ich meine, das sind vier allein schon. Gut, ich muss hier nur echt aufpassen. Das ist ein ziemlicher Trash. Vor allem möchte ich erstmal hier sicher sein. Ja, 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 dachte ich mir. Dachte ich's mir. Da ist auch noch Lapis. Alter, was haben die sich hier für einen Tunnel gebaut? Wow! Okay. Oh mein Gott!
Wie viele? Gift kann er nicht töten, ne? Oh, Scheiße! Eieiei! Oh, fuck! Ich könnte hier einfach dicht machen, aber da vorne ist der Spawner. Noch nicht wieder full health. Ho, ho, ho. You little fuck. Schärfen. Minenspinnen sind ekelhaft. Hasse die Biester. Das Ding mal weg hier. So. Meine Viecher. Geil, hier haben wir einmal alles. Jesus, aber da oben ist Lava. Ich hoffe, das geht da jetzt nicht durch. Sehr vorsichtig. Safe. 9 Diamanten. Problem solved. Smartes Eisen. Kürbiskerne brauche ich jetzt noch nicht. Hm. Entweder ist hier noch ein Spinnspawner. Jetzt mal nicht hoffe. Warum baut man die Spinnspawner nicht ab? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich mir irgendwann da noch was draus machen. Ich meine, ich könnte. Ich habe ja Magma-Blöcke geholt, ne? Könnte ja mit denen mir für die Viecher eine Falle bauen quasi. Und dann einfach Zeug grinden. Relativ easy. Auch selber Minecraft. Wir haben Minecraft nicht mal. Ja Mensch, das tut mir leid. Das sorry. Tut mir leid. Wo sind wir jetzt? Jetzt habe ich echt die Orientierung wieder verloren. Was gut an diesem Minenschacht ist ja eigentlich, dass man hier wieder rausfindet irgendwie. Eigentlich. Mal, jetzt können wir schon sagen, wir haben gut Loot. Aber es hört ja auch einfach nicht auf, ne? Hört ja einfach nicht auf. Dieser fucking Schacht. Weißt du, dieser Schacht ist 2 Meter von meinem Grundstück entfernt, basically. Ich habe ewig lang gebraucht, um den überhaupt zu finden. Jetzt, wo ich ihn gefunden habe, nimmt die Scheiße kein Ende. Ich meine, das Gute ist, ne, wenn ich hier alles ausleuchte, könntest du eigentlich schon fast hier drin wohnen. Klar, du müsstest mal ein bisschen sauber machen, ganze Spinnenweben wegwischen, also einmal mit dem Staubsauger durch, basically. Oder einmal Lava, einen großen Eimer. Und dann, ja, hast du hier eine schöne Kellerwohnung. Im Sommer ist es ideal, ich würde tauschen. Sorry. Ich muss auch mal bedenken, dass ich wieder Kohle mitnehme. Kies. Bandit Kies.
Eigentlich nur wegen den Flints. Leck mich doch am Arsch. Wer denn jetzt hier? Über mir ist Lava. Sehe ich schon. Hier geht's auch noch weiter. Das kann nicht mehr wahr sein. Geil, Gold. Dieser Ort kennt einfach kein Ende. Der fucking Ort kennt kein Ende. Oh ja. Oh, that's a storm. Jetzt stürmisch, aber jetzt ist wenigstens wieder angenehm. Das Klimawesen ist wieder erträglich. Ich meine, witzigerweise, früher war ich sogar überhaupt nicht so, was das Wetter angeht. Also halt nicht so wärmeempfindlich. Heute, komischerweise, ne? Ich könnte dauerhaft im kalten Leben. It's time to stop. Es ist time to stop, dass diese Höhle mal langsam aufhört. Das ist wahr. You fucking kidding me? Oh, der Geruch von Regen. Was kann man mit Strings eigentlich noch alles anfangen? Nicht viel, oder? Oh, hauaha. Jetzt regnet das aber richtig. Jetzt ist schön. Da guckst du einmal nicht hin. Meine Güte. Hier sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich habe den Source-Block, glaube ich, abgeschlossen, aber trotzdem. Mir ist hier unten zu viel Lava. Dann müsst ihr den Regen sogar fast schon hören können. Das ist ziemlich laut. Aus Strings kann man auch Wolle machen. Echt? Stimmt, ich meine mich zu erinnern. Das ist eine Alternative für Wolle. Also halt, alternative Wolleherstellung. Das ist unglaublich. Nice. Was wollte er denn für einen Trickshot? Spinn. Fehler der Natur. Wow, du bist zu fett für dein eigenes System. Nice. Noch viel mehr. Dieses System, es hört einfach nicht auf. Ich meine, das Schlimme ist, selbst wenn ich jetzt raus wollen würde, was ich eigentlich gerne würde mittlerweile. I have no idea where I am.
Ich weiß, ich bin in der Höhle, da hört es aber auch schon wieder auf. Ja, der wollte voll den Trickshot an mir machen, der Penner. Was glaubt der, wer ist? Level 30! Brauche ich nur mehr Bücher, damit ich tatsächlich das Ganze mal was Gutes enchanten kann. Aber dafür müsste ich erstmal wieder hier rausfinden. Du hast einen Kompass, ich weiß das. Problem ist, es bringt mir nichts, weil ich mich nicht straight nach oben buddel. Regel 1 in Minecraft, don't do that. Hier geht's noch weiter. Das ist so lächerlich, ey. So viel Redstone habe ich jetzt hier auch rausgeholt mittlerweile schon. Problem ist, ich habe absolut keine Ahnung von Redstone. Also wie Redstone richtig funktioniert halt. Schön ist, die Bedrohung von Monstern mittlerweile wird hier immer geringer, einfach weil ich alles immer mehr ausleuchte. Und irgendwann kann hier einfach nichts mehr spawnen. Das Problem dann wieder ist, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich bin. Also, nee, ich habe 44 Ofenkartoffeln, ich werde hier drin nicht verhungern. Ach, hier sind wir. Der große Dreckraum. Ja doch. Oh ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind sehr nah am Eingang. Super nah am Eingang. Ich dachte, wir wären viel komplizierter entfernt. Aber das ist ja... Das ist ja Pipifax. Wir kommen immer wieder in diesen einen Raum zurück. Ich merke das schon. Man kann ja noch mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Klar, jetzt kann man mich auch fragen, so, warum nehme ich überhaupt Redstone mit, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie Redstone funktioniert? That's a good question. Oh, ich liebe den Geruch von Regen. Redstone-Fackeln, ja, das stimmt. Redstone-Lampen, die Lampen sind toll. So ein- und ausschaltbare Lampen. Schon nice. Genau, jetzt sind wir wieder hier. You know what, komm, lass es gut sein. Wir gehen. Nani? Was war das? Habt ihr das auch gerade gesehen? Ach, das war ein Creeper. Ein fucking Jacuzzi. Wow, ein retardeter Creeper sogar. Yes. Storm even more. Doodle do, doodle do. Dee 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 dee. Shim dee bum dee dum. Bim dee bum dee bum. Shiddle dee, shiddle do. Lacht er dich wie eine Kuh. Ich glaube, also langsam Diamanten haben wir hier nicht mehr, aber ich denke mal, wir haben hier auch langsam alles ausgelootet, was es hier an wichtigem Zeug gibt.
Hat ja auch lange genug ge... Okay, irgendwas lebt hier, also waren wir hier irgendwo noch nicht. Dieselbe Regel wie in Diablo, hier lebt noch was, hier waren wir noch nicht. Ich glaube, nee, ist gut jetzt. Wir haben wieder 9 Diamanten, das ist... Das sind 3 Diamantspitzhacken. Schluss. Damit wir den Regen auch genießen können. Ja, ich weiß, aber das Kabel geht nicht so weit. Ich würde euch ja gern mal so den Regen ein bisschen zeigen, aber ich glaube, das Kabel... Nee, das, ich weiß es noch. Das Kabel von meiner Webcam ist fucking kurz. Das würde nicht mal ansatzweise funktionieren. Beziehungsweise... Bin noch mal kurz. Ich habe ja Wasser mitgenommen. So. Shortcut. Ich habe quasi eine Shortcut damit gebaut. Nice. Aber es regnet, das ist... Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich kann es ja selber auch nicht genießen. Ich kann es nur hören und riechen. Aber allein der Geruch von Regen. Oh, top. Das in Kombination mit dem Gedanken, dass ich jetzt morgen auch noch frei habe. Pure Gold. Ich möchte mir hier nur mal einen Übergang machen. Geil, wie dieser eine Block da noch überlebt hat. Sieht ja schon irgendwie so ein Sick aus, ne? So ein See aus Obsidian. Oh, ja, Gold. Ja, Gold! Es ist mein! So, Hauptsache, wir haben Diamanten. Ich habe immer noch keine Smaragde in purer Natur gesehen. Ich bezweifle, dass sie mittlerweile überhaupt so existieren, sondern nur in Kackdörfern. Oh ja. Ich habe nicht mal mehr dafür genug. Kann ich noch Redstone mitnehmen? Nope. Nope, okay. Fuck that. Geld, Gold ist das wertloseste jetzt in Minecraft, ja. Was ironisch ist, wenn man mal bedenkt, dass es eigentlich schon ab einer Tiefe ist. Wow, hi! You startled me. Ja, wenn man mal bedenkt, dass es eigentlich ab einer Tiefe ist, wo eigentlich schon relativ, also relativ tief, wo schon relativ dangerous wird. Also, Anführungszeichen, dangerous, ne? Smaragde gibt's nur im Minen bei Bergen. Du kannst ja aber mit 72 Gold einer Äpfel OP-Apfel machen. Ja, hat der nicht irgendwie... OP-Apfel. Meine auch mal was gehört zu haben. So ein goldener Apfel, ne? Aber die Uhr. Wie bist du hierher gekommen? Magst du das?
nicht tun. Wo auch immer du herkommst. Return from whence you camest. Vielleicht von der Seite hier, ne? So, Problem gelöst. Einfach Strip Mine, okay. Dann habe ich einfach nur absolutes Pech und sie sind offenbar echt seltener als Diamanten. Verlaufe mich hier jedes Mal, ne? Verlaufe mich hier jedes Mal in meinem eigenen Höhlensystem. Ich vergesse, wo der Ausgang ist. Smaragde sind sehr selten. Ja, aber dabei ist die Frage, sind die so wichtig? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Sind Smaragde so brutal wichtig? Nee, oder? Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind sie auch relativ egal. Du kannst halt, du kannst halt cool damit, beim Händler traden. Das kannst du, ja, das ist cool. Aber sonst? Sonst sind die doch nicht so wichtig. Ich meine, du kannst einen Smaragdblock, glaube ich, machen. Oh, Möhren. Oh, Junge. Okay, erstmal alles in Sicherheit bringen. Wir haben diesen Stream. Ich möchte mal kurz schon mal darauf hinweisen, weil wir streamen heute nicht mehr so lange Minecraft. Vielleicht noch eine Stunde oder so. Und wir haben noch nicht einmal Banditen wieder gesehen. Gut, ne Zombie-Lord Steve da unten war jetzt eine Ausnahme. Aber sonst? So. Pack doch mal den Lava-Eimer hier rein. Meinen sich passt es dazu. Aktivierungsschiene. Das ist nochmal was anderes. Oh, es dönert. Na gut, Vivi wäre jetzt nicht unbedingt stolz auf meine organisatorischen Fähigkeiten hier, aber sie würde auf jeden Fall weniger das Kotzen kriegen. Und das ist schon mal etwas. Eisen. Gold. Ich habe noch einen ganzen Stack Redstone. So, das ist doch gar nicht mal so eine schlechte Ausbeute gewesen. Oh, die werde ich mir gleich mal zunutze machen. Zusammen mit den... Wo habe ich die restlichen Sticks denn? Ich habe doch noch irgendwo Sticks gehabt, oder? Na gut, dann machen wir das so. Federn? Ich hab doch Federn gehabt. Ganz ein 64er Stack davon. Ach, hier sind wo hab ich denn die Federn hingepackt? Doch einen massiven Stack an Federn. Da unten. Ich Dummkopf. So. War das so? Oh, yes, baby. Oh, yeah, baby. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime girl. Wenn wir schon, na.
muss das Ganze ja nochmal ein bisschen besser organisieren. Das ist aktuell... This doesn't work. Vielleicht muss ich nochmal eine nur für... nur für Stein, eine nur für Holz. Nugget hat wieder ein Ei gelegt. Du hast es wieder versucht, ne? Meine Güte, dieses Hühnchen ist echt unkontrollierbar. Doch 40 Pfeile, das ist nice. Damit kann man gut arbeiten. So, das ist was kaputt. Kann ich schon... Ich hatte kein Leder mehr, genau. Sind wir safe? Ich glaube, wir sind safe. Ich weiß, dass da nicht alles fertig war, aber fuck it. Wie ich auch einfach zu faul bin, meine Pumpkins mal jemals zu ernten, ne? Die sind da seit Ewigkeiten fertig, aber ich bin immer zu faul, die zu ernten. So. Wird, glaube ich, bald Zeit wieder für einen Purge. Also für einen Kuh-Purge. Eigentlich müssten wir Kuh-Purge bald starten. Weil wir einfach... Wir brauchen Leder. Was ist das bei Minecraft, was ich nicht so ganz verstehe? Weißt du, Zeug wie Leder, ne? Teilweise so schwer ranzukommen, ne? Leder, ne? Aber alles andere... Weißt du, und dann, was du für Leder brauchst? Eigentlich brauchst du es nur für die Bücher. Für mehr brauchst du es gar nicht. So. Können wir die Schafe eigentlich auch einfach ranzünden? Wisst ihr, möchte man nochmal anmerken. Ich bin ja angeblich immer der Psychopath hier, ne? Aber die Idee, dass ich einfach ein Feuer hier machen soll, wo die Viecher anzünden, das war Andys Idee. Einfach weil ich denn dadurch instant quasi gebratenes Essen kriege und ich mir das die Arbeit spare. Funktioniert das bei Wolle auch? Also halt bei Schafen? Weil wenn ja, this is his fault. This is his fucking fault, not mine. Das war seine psychotische Idee. Hier mache ich nur rote Beete. Nimmt man rote Beete. Oder rote Knete. Und für Möhrchen mache ich jetzt einen anderen Ort. Ich möchte, dass das ein bisschen... Ja, wie ein bisschen geordnet ist. Hier ist ein Beet für... Dafür halt. Und euch eins für, ne? Ja. Ja, why not? Ich brauch Dreck. Do I have Dreck? I have enough Dreck. Und ich brauch mal den Wassereimer. Oh, es dönert. Also Essen, ich glaube, ich habe mittlerweile den Punkt erreicht, wo Essen wirklich kein Problem ist. Ich habe Wasser bei mir, ich depp. Oh. Yeet. Das ist jetzt auf jeden Fall irgendwo ein Huhn in Freiheit.
Hier kommt das Möhrchenbeet hin. Aber erst morgen früh. Ja, super. Geil, Majima sitzt auf meinem Kopf. Wunderbar. Ja, ich weiß ja, warum so viel Kohle verschwenden, wenn man einfach, ne? I mean, this is not even cool. Ich mag es halt, wenn ich hier so meine, so an dieser Klippe quasi meine Dings hab. Weiß nicht wieso, ich finde das irgendwie cool. Das ist irgendwie Bauarbeiten, so Bauerarbeiten an der Klippe. Klippenregel Nummer 120. Du kannst überall dein Gemüse anbauen, selbst an einem Berg. So. Also ich mag es irgendwie, wenn wir denn so, ja, so Wasserläufe haben, wo so ein bisschen unsymmetrisch wirkt, wisst ihr? Symmetrisch ist uncool. Lass das bloß nicht Dev the Kid hören, der bringt uns alle um. Und mit alle meine ich alle, der murkst uns alle ab. So, warte. Au! So. Tu mal lieber die Möhrchen. Ich liebe es immer noch, wie Wasser in Minecraft funktioniert. Wasser ist einfach eine Gabe. Eine absolute Gabe. Es multipliziert sich einfach. Mit Weinbergen. Ja, wenn es Weinberge nur hier in Minecraft geben würde. Das wäre es noch. Gibt es ja leider nicht. Brauch mal meine... Nein, nicht das Feuerzeug. Wobei, das Feuerzeug brauche ich auch einmal kurz. Sekunde. Also Leute, die oder falls ihr zur Peter gehört, ne? Mit Peter meine ich nicht, falls ihr euch benehmt wie ein türkisches Nationalgericht. Vielleicht mal gleich kurz weggucken. Could get ugly. Ich hab den Zaun noch nicht mal richtig fertig bei euch. Wow. Ich hab noch nicht mal den fucking Zaun fertig bei euch. Hm. Fast kaputten Bogen, nice. So. Auch nochmal so eine Tür. Ja. Warte mal, mir gefällt echt das hier. Das hat zwar absolut null Purpose, aber irgendwie mag ich's. Und ich muss den Berg hier nochmal ein bisschen wieder... Mit Kies? Meint ihr, passt Kies gut hin? Ja, das ist das Gefühl, ich habe was gehört, aber Paranoia kickt nur wieder ein. Alles gut. Das ist nur meine Paranoia. Habe ich nicht gerade Kies mitgenommen? Ich habe doch gerade...
Ich glaube, ich werde schon retarded hier. Minecraft tut Dinge mit mir. Ich meine, so haben wir hier direkt eine Kiesfarm nebendran an sich. So ein Kieshang, ich mag das eigentlich immer. Generell Kies ist eigentlich kiesig. Cool. Kasisig. Shit. Habe ich mehr Kies? Ich glaube, ich habe mehr Kies. Mach ich gleich. Erstmal eins nach dem anderen. Also, ja, solltet ihr zu Peter gehören, mal ganz kurz gleich wegschauen. By the way, das ist nicht meine Idee gewesen, das ist... Ah, die Kuh, die überleben wird. Oh boy. Das ist schwerer, als es aussieht. Ja, das ist definitiv schwerer, als es sein wird. Sekunde mal. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss vorher doch so Platz machen. Oder warte. Ich kann hier auch nichts platzieren, so, ne? Ah. Aua. 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 Das war Andys Idee. How? Oh! Warum höre ich eigentlich auf den Kerl? Warum höre ich auf diesen Kerl? Ich sollte echt aufhören, auf ihn zu hören. So. Das ist... Wow. Mach das jetzt so. Das wäre zu doof. Zehn Leder nur. So. Das war schlechte Judgment Cow. Ja, doch, ich glaube Steinzaun. Stimmt, ich habe da nur einen Holzzaun. Da war ja was. Das könnte es natürlich gewesen sein. Aber sagt's nicht Andy. Don't tell him though. Ich meine, wir haben ein gutes Rinderschnitzel jetzt. Andy ist nicht da, nein. Er hört nicht zu. Da brauchst du halt ein Schwert mit Looting, ja. But that's lewd. Ich kann mal gucken, vielleicht kriege ich ja jetzt noch ein paar Bücher zusammen. Leder muss so. Ja, 15 Bücher. Sind, wobei sind 5 Bücherregale. Das ist auch nicht schlecht. Schon mal einiges besser dann. Put them in the box, bam, bam. So viele Seeds. Was soll man denn damit? Warte mal. Achso.
Double Nugget. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, okay. Ich dachte, da fehlt schon wieder eins. That's kinda cool. Ich will nur gucken. Haltbarkeit. Ja, da kriegst du noch nicht viel bei rum. Brauch echt mehr Bücher. Eieieiei. Dann machen wir jetzt nochmal groß was anderes. I don't know. Also auf jeden Fall, heute gibt es ja noch Diddy Kong Racing. Das ist ja klare Kiste. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt... Vielleicht müsste ich jetzt hier noch irgendwas machen. Komm, also irgendwas... Geil, Majima sitzt immer noch auf meinem Gesicht. Das ist wunderbar. So. Wo noch? Ach, fuck it. So. Ich müsste auch mal mehr von diesen Laternen machen. Die Laternen sind einfach geil. Schafe anzünden. Gute Idee. Let's do that. Wenn ich genug Karma heute gehabt bislang. Ach ja, da war ja was. Können die da vorbei? Ja, scheiße. Auch wenn ich so mache? Auch wenn ich so mache? What the fuck? Das jetzt mal ein bisschen unprofessionell. Aber so. Oh boy. Das war ein Joke. Ja, ich weiß, aber ne? I just do it anyways. I need to do it. Sofern ich jetzt noch irgendwie... Hier hätte ich noch Zaun. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock nochmal ein Dings zu machen. Ja, fuck it. Wir gehen da jetzt rein und... Lane waste. Okay, wir sind drin. We're in, boys. Ich sehe den Boden hier nicht mal. Oh, wow. Das ist Andys Schuld. Das war Andy seine Idee. Das ist sein Werk. Ich weiß, ich könnte ihn noch färben, aber... Na, ihr müsst es positiv sehen. Die Schafe, die jetzt noch leben, haben um einiges mehr Platz. Also, mit um einiges mehr Platz meine ich um einiges mehr Platz. Also, das kann man mir jetzt nicht nachsagen, ne? Also, die haben jetzt um einiges mehr Platz. Es ist schon richtig, richtig freudig schon fast hier, was die am Platz haben. Die haben mehr Platz als ich. Oh boy. I don't even feel bad. Just feel weird. Ich nehme jetzt auch mal die Säge mit, das ist mir zu doof. Pack die nach drin. Pack ich ihn jetzt am besten hin.
Langsam eng hier, ne? Wenigstens hast du kein Problem beim Braten. Ja. So, Nugget, pass bloß auf, ne? Das ist eine Säge hier. I know you don't care, but, ne? Mal ein paar davon. So. Das lassen wir so. Die ganze Zeit schon leeren Eimer bei mir. Kann mich gar nicht dran erinnern. Du bist nicht Nugget. Das ist Fake Nugget. Das ist eins von diesen falschen Nuggets, wo hier die ganze Zeit immer rumlaufen. Wir haben auch Schweine noch. Aber was sollen wir mit Schweinen? Schweine geben kein Leder, geben nur Fleisch. Ist an sich nicht so unpraktisch, but still ziemlich pointless. So, hier müssen wir einiges an Terraforming betreiben, fällt mir jetzt mal so auf. Aber erstmal wie Schnee. Schneeschippen, ne? Das, was du hier in Deutschland nie machen musst, weil es nie richtig vernünftig schneit. Dinger stacken nur auf 16? Ouch. Dachte mal, die stacken auf mehr. Terraforming hier, das könnte noch witzig werden. Wo ist die Falltür? Auf dem Level. Oh boy, da müssen wir aber einiges abhaken hier. Da müssen wir einiges absägen. Eigentlich müsste ich mir dafür Sprengstoff holen. Ich kann mir Sprengstoff machen, ja? Ja, ich könnte mir Sprengstoff echt holen. Das geht, glaube ich, um einiges schneller, als wenn ich jetzt hier versuche... das zu machen hier. You know what? Ich glaube, das geht echt schneller. Wait, what? Schneeblöcke. Sick. Piss dich, Fake Nugget. I found you. Baker. Gut, das heißt, ich müsste jetzt erstmal an Sand kommen. Well, I just know the place. Muss da zwar einmal durch die Hölle für, aber... Hasen geben ebenso Leder. Sind wir Hasenleder? Das ist irgendwie ziemlich bescheuert dann. Fuck. Genau. Silber werden, it's no use. Oben ist einer von diesen Schleim. Bringen die Dinger was? Warte, warum war es mir so schwierig? Ich hab doch Pfeile. Ich hab doch Pfeile en masse. Droppen die was Nices? Die droppen ja nicht mal was. Nur Erfahrung. Au. Oh no! Mr. Pushyballer, danke dir fürs Followen, mein Dude. Ich find's halt immer noch interessant, was einfach das. Ja, die Wahl des Spiels
an Auswirkungen hat. Weißt du, normalerweise kommen nie so viele neue Follower dazu. Ich bin das immer noch gar nicht gewohnt. Aber dann, wenn mir sagst du, oh ja, Bock, ich hab Bock auf Minecraft, komm, lass Minecraft zocken. Weißt du, dann kommen immer so eine Handvoll Leute noch dazu. Ich freue mich darüber. Es ist immer schön, wenn Leute neu zum Stream dazu stoßen. Klar, da freut sich jeder drüber. Aber, jetzt zum Beispiel, wenn ich Yakuza stream, ne? No one gives a shit about Yakuza. Ich meine, ich stream's trotzdem. Aber es ist mehr so, Yakuza stream ich eigentlich, weil ich mich so ein bisschen in diese Serie verliebt habe mittlerweile. Und nicht, weil das man den Fans ja so Minischwein so brutal gut angenommen wird, versteht ihr? Aber ich liebe die Yakuza-Reihe und deswegen wird die auch immer weiter gestreamt. So einfach ist das. Warte mal, wo war jetzt? Scheiße, hab ich mir nicht... Ach, dahin. Falsche Richtung. Stoßen. Ja gut, aber 4 Hasenleder, ne? Ja, für Sand gehe ich durch die Hölle. Es ist einfach leichter. Als wenn ich jetzt in der Umgebung bei mir nach Sand suche. Ich habe keine Ahnung, wo bei mir in der Umgebung Sand wäre. Und hier, das ist direkt eine Wüste. Das ist halt GG. Hier habe ich halt so viel Sand, wie ich tragen kann. Sehen wir das Ganze ja mal bei Nacht und da hinten scheint irgendwo Lava zu sein. Ich meine, wir haben auch noch nicht einmal Glas gemacht, ich weiß. Aber es scheint mir gerade einfach um so vieles praktischer, einfach TNT zu bauen. Hm, 62 sollte eigentlich... Ja, gehen wir wieder. Gerade bei Nacht ist mir das hier zu retarded. Mann, was bin ich froh, dass ich mir den Weg hier mit fucking Pfeilen mit Dings gemacht habe. Wir müssen vielleicht nochmal so in eine andere Richtung Portal bauen oder noch weiter. Oder mal da ganz unten. Was da wohl bei rumkommt, wenn wir das machen? Wisst ihr da ganz unten, wo wir waren? Ich meine, hat oben und unten auch eine Auswirkung darauf hin, wo du spawnst auf der Realwelt? Also halt jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt weiter nach unten gehe, spawn ich dann noch weiter unten? Beziehungsweise kommt denn das Portal da unten irgendwo hin? Weil da runter komme ich mittlerweile easy. Also richtig easy. Schnodder. Nice aim. Jetzt zeige ich's. Fick Viech. Dachte ich's mir. Zinger! Okay. Fuck you then. Man kann auch in Höhlen rauskommen. Oh, das wäre sogar mal ein interessantes Experiment. Würde ich gern mal ausprobieren. Habe ich noch genug Obsidian? Ich glaube nicht. Müsste ich also erst wieder welches holen. Ja, ich hab nur 4. Gut, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Bin voll. Falls wir mal Schnee brauchen.
haben so viel Gold an sich. Das ist an sich nicht so viel, weil... Gott, wozu brauchst du es? Das ist das Problem. Ja, Obsidian abbauen, Spaß. Oh ja, ich hasse das immer richtig. Immer so unglaublich langweilig. Schneeblock. TNT. Hätte sie sich rausgenommen? I'm sorry, Nugget. I'm sorry. Ich find's aber geil, wie mich Nugget einfach so total unfazed angeguckt hat. Das ist so richtig... Ne? Ne, warte, ich habe ein Feuerzeug, das geht ja auch. So. Terraforming Extreme, let's go. Fake Nugget, it is time for you to die. Du hast es nicht verdient, hier zu sein. Im Realm of Nugget. You disgust me. So. Na. Das ist doch... Ja. Könnte besser sein. Fake Nugget! So tief muss er eigentlich nicht, aber gut. Das irgendwie scheint mir sehr ineffizient, was ich hier treibe. Also irgendwie... Ich meine, ich wollte ab hier. Also irgendwie hat das nicht so den Effekt gehabt, den ich eigentlich wollte. Genau, so hat es überhaupt nicht den Effekt gehabt, den ich eigentlich wollte. Irgendwie scheiße. Ich glaube, ich musste echt mehr so terraformen einfach. Aber wobei doch, hier hat es ein gutes Stück weggerissen. Fuck. So. Dreck einebnen hier. Ja, das TNT war dumm. Das gestehe ich voll ein. Das war richtig retarded. Aber so haben wir wenigstens denn schon mal eine grobe Ebenung. Das Ding geht ja auch gleich kaputt. Ach komm, nutzen wir den Rest jetzt auch. Können wir beim nächsten Mal dann komplett resetten. Also halt einmal komplett neu aufbauen und dann, ne? Ach, ein Block habe ich ja noch. Haha. Ah, perfekt. Ich hätte nur echt schwören können, dass TNT damals mehr Sprengkraft hatte. Hätte ich schwören können, dass damals TNT einfach mehr Power hatte. Mehr Bums. Mehr weggefetzt hat einfach. Jupp, okay. Gut, dann werden wir jetzt aber auch gleich mal dann auf Diddle Kong Pacing umsteigen. Ich werde jetzt nur noch einmal runtergehen.
Und dann gehe ich einmal auf Pause, mach einmal mir, hol mir nochmal was, wobei ich habe was zu trinken, aber ich muss mal auf Toilette. Einmal pisseln. Und wenn ich dann wieder da bin, spiele nochmal das Intro ab für diejenigen, die das jetzt noch nicht gesehen haben. Einfach damit der Sonne, damit die das auch nochmal sehen können, weil wir sind jetzt mitten im Stream. So, yeah. Nugget, du musst echt mal damit aufhören, ja? Das ist manchmal echt weird. Wow. Ich glaube, ich werde offscreen mal mein Inventar mal ein bisschen aufräumen auch. Das sieht ja hier aus wie Sau. Steinerne gewisse Resistenz. Ja, trotzdem hätte ich schwören können, dass die Dinger damals besser weggefetzt sind. Hätte ich schwören können. Ich würde schwören. Schwören, brören. Ach ja, ich habe einmal Redstone hier rausgenommen. Ich gedacht habe, ich brauche das. Mann, 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 ich bin definitiv. Dieses Wetter macht mich kirre. Dieses Rauf und Runter, ich hasse es. Alles klar, Dragi, bis denn. Gut, wir machen denn jetzt hier eine kurze Pause und zocken dann Diddle Don Daddle Doo für ein, zwei Stunden. Und ne?